Orte einen Reliktarchitekten. Wir sind auf Kurs. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ein Müllhaufen von Gesetzlosen! Sie wollen ihn bestimmt verteidigen. Rauch in der Ferne. Wahrscheinlich das abgestürzte Schiff, nach dem wir suchen. Cat? Die andere Cat töten? Kommen Sie, Kleine, da mischen wir mit. Wir haben alle erwischt, glaube ich. Vermutlich ein Datenloch der Cat, Pathfinder. Es enthält wahrscheinlich irgendwelche gespeicherten Daten. Können wir auf diese Daten zugreifen, Sam? Das Gerät ist gesperrt.
Seit wann lässt du dich von einer einfachen Sperre aufhalten, Sam? Na los, hack das Ding! Pathfinder, das ist keine einfache Sperre. Wir sind noch nie auf ein Gerät der Cat mit derartigen Sicherheitsmaßnahmen gestoßen. Ich schlage vor, wir bringen es zurück zur Tempest, um weitere Analysen vorzunehmen. Sophie wäre dabei bestimmt eine Hilfe. Alle Systeme im grünen Bereich. Ich kann kaum glauben, dass einige Cat gegen ihre eigenen Leute kämpfen. Die Cat wirkten immer so monolithisch, fast gesichtslos. Ich wünschte, wir hätten mehr derartige Kämpfe gesehen. Ich würde keine Träne vergießen, wenn sie sich gegenseitig auslöschen. Was sie auch getan haben, sie bleiben eine einzigartige, faszinierende Spezies. Ich kann mir nicht einfach wünschen, dass sie alle sterben. Wie auch immer. Wegen dieses Cat-Geräts, das sie bei dem zerstörten Cat-Schiff gefunden haben. Es ist mit einem biometrischen Schloss gesichert, das nur mit einem spezifischen genetischen Code geöffnet werden kann. Also wie ein Fingerabdruckscan, nur eben mit einem genetischen Fingerabdruck. Genau. Was immer da drin ist, es soll wahrscheinlich nur Personen zugänglich sein, denen man vertraut. Ein genetischer Code eines Cat? An sowas kommen wir nicht ran. Zum Glück gibt es eine andere Lösung. Erinnern Sie sich an die Genproben der Cat, die Sie auf Volt gescannt haben? Lexi hat an den Daten gearbeitet und ich habe eine Idee, die tatsächlich funktionieren könnte. Wir sollten mit ihr reden, wenn Sie mal Zeit haben. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Ich habe Ihr Memo erhalten, Suvi. Die Daten sind hier, aber ich weiß nicht so recht, was Sie finden wollen. Sagen Sie mir einfach, dass Sie alle entschlüsselt haben. Ja, natürlich. Das war meine erste... Perfekt! Sam, kannst du Sequenzkombinationen an dem Schloss testen? Teste. Rohe Gewalt, Dr. Enmore. Eine erprobte und verlässliche Methode. Und mit Sams Rechenleistung dauert es höchstens... Schlüssel gefunden. Wow! Wir dachten, das Gerät sei ein Datenlog. Ist es aber nicht. Es ist... Es hat sich gerade in eine Übertragung eingeklinkt. Verdammt, schalten Sie es ab. Wer weiß, was es gerade macht? Das Gerät ist ein Empfänger. Es kann unsere Position nicht verraten. Die Übertragung besteht aus... Audiosignalen. Der Archon hat unsere Regeln gebrochen. Er wendet sich von der Tradition ab. Verletzt das Protokoll. Er missbraucht seine Autorität, ist wie besessen von den Geheimnissen der Relikte und verhindert den Kontakt mit unserer Heimat. Das kann so nicht weitergehen. Wenn er nicht auf den rechten Weg zurückfindet, wird er vernichtet. Das verspreche ich. Ein Archon steht nur dann aufrecht, wenn wir ihn stützen. Da ist jemand richtig wütend auf den Archon. Eine kollektivistische Kultur verurteilt strikt jedes Handeln, das sich dem Willen der Gruppe widersetzt. Und die Cat hier zu isolieren, würde Ablehnung hervorrufen. Sie fühlen sich möglicherweise im Stich gelassen. Cat? Im Stich gelassen? Manche Dinge sind eben universell. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, das Signal zurückzuverfolgen. Scanne nach Navpunkt. Ich übertrage ihn auf Ihr Universalwerkzeug, falls Sie der Sache nachgehen wollen. Was werden wir Ihrer Ansicht nach da draußen finden? Ich weiß es nicht. Vielleicht eine Basis von Cat-Dissidenten, die sich gegen den Archon organisieren. Was es auch ist, Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie die Sache verfolgen, Ryder.
Das Pisces-System. Heimat von Eos und Prodromos. Leite Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig. Ist Kadera überhaupt? Verzeihung. Haben Sie kurz Zeit? Hanley hat überall rum erzählt, meine Überwachungshämmer hätten ein riesiges Relikt geweckt. Ein guter Witz, oder? Oder? Wiedersehen, Fox. Wiedersehen. Und passen Sie da draußen gut auf sich auf. Ich wollte einfach nur etwas anbauen. Mehr aus Neugier als aus irgendeinem anderen Grund. Neugier ist es. Meine Familie dankt Ihnen, Pathfinder. Passen Sie auf sich auf, Darkett. Und Sie auf sich, Pathfinder. Sie und Bradley haben das Rokar-Problem sehr gut gelöst, Pathfinder. Die jüngeren Soldaten trainieren ununterbrochen. Die Rokar haben keine Ahnung, was sie losgetreten haben. Bis bald. Passen Sie auf sich auf und schauen Sie mal wieder vorbei.
überprüfen Sie gründlich alle Panzerungen und Universalwerkzeuge. Schon dabei. Wenn die Rokar zurückkommen, wird das Ihr letzter Fehler sein. Hey, Pathfinder, ich dachte mir, Sie wüssten vielleicht, wie es um die Miliz steht. Braucht sie noch Leute? Ich war Reservist in der Allianz und bei allem, was vor sich geht, habe ich das Gefühl, ich sollte auf die Nexus zurückkehren und mithelfen. Im Moment leistet jeder Kolonist wichtige Arbeit. Helfen Sie auf Eos mit. Okay, danke trotzdem und viel Glück da draußen. Und da draußen ist jetzt ein riesiges Reliktmonster? Scheiße! Ja, Sie sollten die Geschütze vorgewärmt halten. Es könnte sich von der Leine losreißen. Das ist ziemlich viel auf einmal. Wenigstens hat Eos eine nachhaltige Bewässerung. Wir kümmern uns gut um unser neues Zuhause. Wir legen einen guten Start hin. Ich habe eine Frage. Diese unabhängige Nation Edwind will ja mit uns oder der Nexus nichts zu tun haben. Heißt das, dass wir ihnen auch gegen die Architekten nicht helfen dürfen? Schließlich sind wir alle gemeinsam auf Eos. Niemand sollte wegen Idealen sterben müssen. Wenn so etwas in der Nähe von Edwind passiert, müssen wir helfen. Dann haben diese Soldaten wenigstens etwas zu tun. Ich rede mit Bradley darüber. Wer hätte gedacht, dass wir so schnell eine Außenpolitik brauchen? Danke, Ryder. Irgendwie ist das Leben hier gerade noch interessanter geworden. Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht unterkriegen. Ah, Pathfinder. Dürfte ich Sie um Ihre Meinung bitten? Ich überlege mir gerade, was wir unterrichten sollten, wenn wir unsere erste Schule eröffnen. Einige Leute sind der Meinung, wir sollten auf die Geschichte der Milchstraße verzichten. Sie ist jetzt offenbar belanglos. Diese Geschichte hat uns alle geprägt. Unsere Kinder verdienen es zu erfahren, wie und warum. Das sehe ich auch so. Vielleicht können Sie ja einige zum Umdenken bringen. Auf jeden Fall danke, dass Sie sich Zeit für mich genommen haben. Es gibt so viel zu tun. Was kann ich für Sie tun, Pathfinder? Wie sehen Sie die Entwicklung des Außenpostens, des Planeten? Das fragen Sie noch? Wir sind nahezu legendär. Eos war vielleicht nicht golden, aber jetzt ist es ein Diamant. Was halten Sie von Ihrem Boss? Dem alten Mann? Er ist das Herz all dessen, was hier passiert. Ich picke nur die alltäglichen Krümel auf. Außerdem ist er im Umgang mit den zusätzlichen Sicherheitskräften voll in seinem Element. Ihm liegt dieser militärische Ton. Er kann wirklich stolz auf sich sein. Und ich habe das Gefühl, das ist er auch. Reden wir ein andermal weiter, ja? Natürlich. Sie sind Ryder. Ich habe gehört, Sie hätten meine Leute vor diesem Archon gerettet. Ich selbst bin ja eher ein Jäger als ein Pathfinder. Ich könnte in der Umgebung Ihres Außenpostens ein paar Raubtiere jagen. Quasi als Gegenleistung. Ich verstehe. Und ich weiß es zu schätzen. Dank Ihnen wird es hier in Zukunft mehr Kleine geben. Da muss man ja mit gutem Beispiel vorangehen. Ich habe über Ihre Worte nachgedacht. Okay, ich bin also wichtig.
Ryder, kann ich Sie kurz stören? Ryder! Dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Am besten unverletzt. Pathfinder, zu Ihrer Information, wir werden aus Liams Fußballspiel ein jährliches Turnier machen. Es ist nicht mein Fußballspiel, Orgi. Außer es ergibt sich eine Gelegenheit, das Ganze zu lizenzieren. Dann wird es natürlich mir allein. Es wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis wir uns darüber Gedanken machen müssen. Hoffe ich. Wir reden ein andermal. Pathfinder. Danke. Wenn es okay ist, bitte ich dich nächste Woche. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich glaube, das ist Kettek. Halten Sie die Augen offen. Ich habe ein Überwachungsgerät geordnet, Pathfinder. Die sinnvollste Vorgehensweise wäre, es zu zerstören. Diese Geräte scheinen die Daten über die Kolonisten an einen zentralen Ort zu übermitteln. Hast du einen Nachpunkt für mich? Noch nicht. Ich brauche noch mehr Informationen. Ein weiteres Überwachungsgerät sollte allerdings genügen.
Leute aus unseren Außenposten. Und eine Archenrettungskapsel? Wo haben Sie denn die her? Sie werden sie nicht behalten. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Und das war's für ihn. Wir sind bei dem NAV-Punkt, den Suvi uns gegeben hat, aber hier ist nichts. Nur dieser Sender. Umleitung über mehrere Proxys, um den wahren Ursprung einer Übertragung zu verschleiern? Sowas würde ich auch machen, wenn ich vorhätte, etwas gegen sie zu sagen. Wenn das alles miteinander verbunden ist, sollten wir uns den Sender näher ansehen. Wenigstens sind wir jetzt mal aus der Sonne raus. Falls nötig, könnten diese Höhlen den Leuten eine sichere Zuflucht bieten. Wenigstens ist es hier drin kühler. Gute Arbeit.
noch ein eidetischer Auslöser, Sam? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Mal sehen, wo dieser Sender uns hinführt. Pathfinder, ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug mit der Information. Ich habe ein Kettlager gesichtet. Meine Sensoren registrieren Kettechnologie, Pathfinder. Aus, als war's das mit den Gegnern. Mal sehen, was dieser Sender für uns bereithält. Pathfinder, ich habe in diesem Netzwerk einen weiteren Knoten geortet. Aktualisiere jetzt Ihr Universalwerkzeug.
Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Hier gefällt's mir. Das Ding ist groß und hat Risse. Die sind perfekt, um irgendwelchen Scheiß darin verschwinden. Die Übertragung ist hier stark und ohne Störung, Pathfinder. Dann sind wir wohl am Ziel. Der Aufstieg hat unsere Vorfahren von Problemen und Sorgen erlöst. Dieses wundervolle Geschenk gestattet es uns, jetzt auch andere zu erheben und an der genetischen Fülle dieser Galaxie teilzuhaben. Aber der Archon will das, was Helios zu bieten hat, selbstsüchtig horten. Nachrichten vom Band? Ich erkenne Propaganda, wenn ich sie höre. Wurde vermutlich für die Masse ausgestrahlt. Der Archon dient nicht den Interessen der Kett, sondern nur seinen eigenen. Er vergeudet unsere Zeit mit den Relikten, behält aber jegliches Wissen für sich. Das ist das Verhalten eines Verräters, nicht das eines wahren Kett. Wir haben es gefunden. Sieht aus wie eine Kommunikationskonsole. Von hier wurden die Nachrichten wahrscheinlich gesendet. Ist das alles? Sie haben mich also gefunden. Sie sind eine zielstrebige Kreatur, Pathfinder. Jetzt verstehe ich. Mit Ihrer Entschlossenheit können die Kett diese Galaxie beherrschen. Nicht in meiner Schicht, Arschloch. Dieses Getue hilft niemandem. Unsere Konfrontation ist unvermeidlich, steht aber nicht unmittelbar bevor. Ich habe mich nicht einfach so als Verräter zu erkennen gegeben. Ich habe es nur getan, weil ich darin einen gemeinsamen Vorteil sehe. Den Archon loszuwerden. Die Reliktbesessenheit des Archon erzeugt Chaos und gefährdet alles, wofür wir gearbeitet haben. Das muss ein Ende haben. Und ich nehme an, dafür wollen Sie meine Hilfe. Ich bin ein Cat. Ich brauche keine Hilfe. Ich würde sie als Werkzeug einsetzen, um die Vernichtung des Archon zu beschleunigen. Ich muss lediglich dafür sorgen, dass nichts zwischen Ihnen und Ihrem Ziel steht. Sobald er beseitigt ist, sind die Relikte für uns nicht mehr von Belang. Wir werden unsere Aufgabe hier erfüllen und weiterziehen. Den Aufstieg? Nein, danke. Eines Tages werden Sie zur Familie gehören. Bis dahin können Sie ruhig kämpfen, falls Sie es für erforderlich halten. Aber ich biete eine Atempause in diesem Konflikt an, damit Sie einen gemeinsamen Feind vernichten können. Wir brauchen keine Kettbetrüger. Seien Sie clever, Kleine. Was haben Sie gegen den Archon? Der Archon sagt, er würde Meridian benutzen, um diesen Cluster zu beherrschen. Er sagt, Meridian würde uns den Sieg bringen.
Aber wir haben nie Relikte gebraucht, um siegreich zu sein. Nein, er will mehr. Seine Ziele sind offensichtlich. Und das sehe nicht nur ich so. Was genau bringt mir diese Vereinbarung? Schon bald wird der Archon mir befehlen, sie zu vernichten. Wenn es soweit ist, werde ich es ihnen ermöglichen, mein Schiff außer Gefecht zu setzen. Sie könnten mich auch einfach in Ruhe lassen. Und sollte es ihnen nicht gelingen, den Archon zu beseitigen, tritt mein Verrat zutage. Sie schützen also nur ihren eigenen Arsch. Wir paktieren nicht mit Cat. Niemals. Wie Sie meinen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, meine Nachrichten zu verfolgen. Denn mehr ist für Sie nicht mehr drin. Leben Sie wohl, Pathfinder. Es wird kein weiteres Gespräch geben.